Auch 2020 wird ein Jahr voller Comic-Verfilmungen. Nachdem wir uns diesen Monat bereits über Birds of Prey freuen konnten, geht es auch bald mit Black Widow weiter. Die Trailer haben uns schon einiges davon verraten, was uns dort erwarten wird. Und im heutigen Video will ich aber gar nicht über die mögliche Handlung mutmaßen oder Black Widow selbst thematisieren, sondern auch ein wenig über einen anderen Charakter aus diesem Film sprechen. Den Taskmaster. Voraussichtlich Black Widows Gegenspieler im kommenden Film. Doch wer steckt hinter der Totenkopfmaske? Wie heißt der Typ? Was sind seine Fähigkeiten? Wie hat er überhaupt Wind davon bekommen? Und ist er ein neuer Bösewicht oder ist er was anderes? Wenn ihr diese Fragen und noch viel mehr beantwortet haben wollt, dann bleibt dran. Ganz wichtig zu sagen ist aber, ich behandle hier den groben Story-Arc aus Earth 616 und nicht dem MCU, was irgendwas mit ganz vielen Neuen ist. Dennoch werde ich die Charaktere hier und dort höchstwahrscheinlich auch mal vergleichen. Das aber nur zur Info. Ich bin Luke, das ist eine neue Folge Academy und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit diesem Video. Der Taskmaster. Natürlich ist das nicht sein echter Name. Anthony Tony Masters, ja, wurde irgendwann in der Bronx in New York geboren und wer seine Eltern genau waren, das ist gar nicht wirklich bekannt. Ja, bereits im Alter von 8 Jahren bemerkte der junge Tony, dass er kein gewöhnliches Kind war. Er stellte fest, dass er fotografische Reflexe besaß. Also, natürlich ist er nicht morgens aufgewacht und dachte, oh, hey, cool, krass, fotografische Reflexe, sondern bemerkte das eher aus Versehen. Eines unscheinbaren Nachmittags saß Tony so da und sah sich eine Fernsehserie mit Cowboys an. Einer der Darsteller verführte einen spektakulären Trick mit einem Lasso. Tony war wahnsinnig beeindruckt und wollte den Trick nachmachen. Er schnappte sich das nächstbeste Seil, versuchte es und bumm, direkt genailed, Alter, richtig bam. Und es dauerte nicht lange, bis er verstand, was seine Fähigkeit war und wie sie funktioniert und so begann er sie dann auch weiter zu trainieren. Nur um das kurz zu erklären, fotografische Reflexe sind im Vergleich zu fotografischem Gedächtnis, was man vielleicht kennt, nicht die Art und Weise, dass du Sachen siehst und sofort erinnerst, sondern dass du Sachen siehst und sie sofort quasi in die Muscle Memory übergehen und du sie direkt perfekt ausüben kannst. Das ging jedoch nicht immer gut und eines Tages wäre Tony beim Training dieser Fähigkeit sogar beinahe gestorben. Er beobachtete, wie ein Turmspringer einen waghalsigen Rückwärtssprung vollzog und versuchte eben auch das nachzumachen. Dieser Sprung gelang ihm natürlich perfekt, allerdings ertrank er beinahe, weil er noch nicht schwimmen konnte. Diese Fähigkeit hatte er sich doch bei niemandem anscheinend, er hat noch nie jemanden schwimmen sehen. Ein Psychiater diagnostizierte Tony etwas später seine fotografischen Reflexe und im Laufe der Jahre baute er seine Fähigkeit weiter und weiter aus. Er sah sich zum Beispiel ein Profi-Footballspiel an und trat danach erfolgreich der Mannschaft seiner Highschool bei. Hat eben auch Vorteile, ne? Bis zu diesem Zeitpunkt war seine Laufbahn eigentlich recht annehmbar, doch das sollte sich schon sehr bald ändern. Und bevor wir uns aber der Bösewicht-Wendung dieses Taskmasters widmen, erst einmal ein Dankeschön an den Sponsor des heutigen Videos, beziehungsweise an den Langzeitsponsor dieses Kanals, NordVPN. Allen, die NordVPN noch nicht kennen oder nicht wissen, was ein VPN ist, erkläre ich ganz kurz nochmal das Konzept dahinter. Mit einem VPN könnt ihr eure IP in ein beliebiges Land legen, in dem NordVPN-Server zur Verfügung stellt und damit auf Services zugreifen, die es in dem Land, in dem ihr euch derzeitig befindet, nicht gibt. Doch nicht nur dafür ist ein Virtual Private Network sinnvoll zusätzlich. Mit dem VPN könnt ihr nämlich auch noch eine extra Portion Sicherheit auf eure Geräte packen. Alle Daten, die ihr sendet und empfangt, werden durch die sicheren Server von NordVPN geleitet, werden dadurch verschlüsselt und sind dadurch nicht so leicht abfangbar. Dadurch, dass NordVPN auch sehr viele Betriebssysteme unterstützt und dadurch auch auf Smartphones zum Beispiel funktioniert, könnt ihr zusätzlich auch sicherer in öffentlichen Netzwerken surfen, wenn mal wieder das Datenvolumen weg ist, ne? Ohne Angst zu haben, dass eben am Flughafen, bei Starbucks oder in der U-Bahn jemand dann eure Kontonummer abfängt und die 3 Zahlen hinten auf eurer Kreditkarte. Wenn ihr also Bock auf mehr Sicherheit, Möglichkeiten des Unterhaltungskonsums und Anonymität habt, dann habe ich jetzt eben ein richtig gutes Angebot für euch. Unter dem Link nordvpn.com/nerdfactory erhaltet ihr einerseits 70% Rabatt auf einen 3-Jahres-Plan und zusätzlich noch eben einen kostenlosen Monat obendrauf. Und weil NordVPN am 15. Februar bereits den 8. Geburtstag feiert, erhält jeder, der ab dem 15. den 3-Jahres-Plan kauft, noch ein random Geschenk dazu. Das ist ein zeitlich begrenztes Angebot, also schlagt am besten direkt zu. Danke auch nochmal an NordVPN für den Support und die Unterstützung dieses Kanals. Das großartige Angebot für euch und jetzt kommen wir wieder zurück zu Taskmaster. Nachdem Tony seinen Abschluss in der Tasche hatte, kam er zunächst bei S.H.I.E.L.D. unter. Dort lernte er auch seine Partnerin und spätere Frau Mercedes
kennen. Allein in dieser Zeit eignete sich Tony so einige neue Fähigkeiten an. Ihm reichte es, sich Fernsehauftritte und Aufnahmen von Superhelden anzuschauen, und so übernahm er diese Kampffähigkeiten. Während eines Shield-Einsatzes kam es jedoch zu einem Wendepunkt. Er traf auf einen tödlich verwundeten Arzt. Bevor dieser starb, händigte er Tony eine experimentelle Version dieses neuen, tollen Supersoldaten-Serums aus, das die Nazis entwickelt hatten. Und wir wissen ja alle aus der Erfahrung mit dem MCU und den Marvel Comics, dass jedes einzelne Super-Soldier Serum nach Captain America überhaupt keine Nebenwirkungen hat. Tony verabreichte sich also natürlich die Spritze in seinem ewigen Drang, eben Perfektion zu erlangen, und er hoffte, seine fotografischen Reflexe dadurch noch zu verbessern, was tatsächlich funktionierte. Allerdings, natürlich, kommt da noch eine Nebenwirkung, verlor Tony dafür so ziemlich alle seine persönlichen Erinnerungen, dass er für S.H.I.E.L.D. arbeitete, wer genau er war und außerdem, dass er mit Mercedes verheiratet war, sowie eigentlich seinen kompletten moralischen Kompass. Seine Fähigkeiten veränderten sich durch die Injektion ebenfalls. Wenn er jetzt etwas Neues lernte, wurde dafür ein Teil seiner Erinnerungen gelöscht. Das heißt, er überschreibt quasi immer wieder Erinnerungen mit Fähigkeiten. Jetzt war die Rolle des Taskmasters seine volle und vor allem einzige Identität. Um ihn in seiner neuen Rolle zu unterstützen und zwischen den Aufgaben als Brücke im Alltag zu helfen, rief seine Frau die Organisation Org ins Leben. Und dann entstand der Domainname .org. Nur deshalb, nein, das ist eine Lüge. Diese Organisation bestand prinzipiell jedoch nur aus ihr selbst und hatte die Funktion, einerseits ihren Mann zu überwachen und andererseits S.H.I.E.L.D. mit neuen Informationen zu versorgen, die ihr Mann eben beschaffte. Ab diesem Zeitpunkt driftete der Taskmaster in die Unterwelt ab. Der Taskmaster war der Meinung, dass es einfach lukrativer ist, ein Schurke zu sein als ein Superheld. Wie gesagt, der moralische Kompass ging auch irgendwann flöten. Tony war jetzt quasi der ultimative Superschurken-Doppelagent. Immerhin wusste er nicht einmal, dass er einer war. In seiner Anfangszeit widmete er sich erstmal mehreren größeren Raubüberfällen. Es dauerte aber nicht lang, bis er zu dem Schluss kam, dass es vielleicht besser wäre, die direkte Konfrontation mit den Gesetzeshütern zu vermeiden. Mit seinen erbeuteten Einnahmen gründete er dann eine Schule. Genau, eine Schule. Hier hat er aber niemanden das kleine 1x1 beigebracht, sondern wie man seinen besten Feinden ordentlich einen auf die Mütze gibt, weil er natürlich zeigen konnte, hey, so kämpft Captain America und so boxt er ihn weg. Außerdem gab es Grundkurse für angehende Superschurken, Handlanger. Der Taskmaster hatte zwar viele persönliche Erinnerungen verloren, war aber dennoch voller Wissen über verschiedenste Kampftechniken und Kampfmuster, und so konnte man eben ganz einfach zeigen, hey, so boxt du Hulk in den Hoden. Zu seinen Absolventen gehörte auch der spätere Superschurke Spymaster. Doch auch andere wurden auf diese Akademie der anderen Art aufmerksam. Dr. Pernell Solomon nutzte die Ressourcen der Schule des Taskmasters für ein furchtbares Vorhaben. Er brauchte dringend ein neues Organ, hatte jedoch eine sehr seltene Blutgruppe. Daher ließ er sich klonen, um den Klon zum passenden Zeitpunkt zu töten und das benötigte Organ dann zu entnehmen. Als dieser allerdings von seiner Bestimmung erfuhr, also der Klon, kontaktierte er die Avengers, um ihn zu retten. Taskmaster nahm Yellowjacket, Wasp und Ant-Man als Gefangene, musste nach einem Kampf gegen den Roboter Yocasta jedoch fliehen, da er ihre nicht-menschlichen Bewegungsmuster eben nicht vorhersagen konnte und deshalb deutlich unterlegen war. Ja, anscheinend kann er sich nämlich nichts von Robotern abgucken, nur von anderen Menschen. Von da an arbeitete er vor allem als ein Söldner, lernte viele neue Verbündete und neue Feinde kennen. Nachdem er an der Belagerung von Asgard teilgenommen, jedoch erkannt hatte, dass keine Seite den Kampf gewann, widmete er sich dann aber wieder der Söldnerarbeit voll. Während eines Aufenthaltes in Tokio verlor Tony Masters dann komplett seine Waffen. Er widmete sich nicht nur der Suche nach ihnen, sondern auch dem Wiederfinden seiner vergessenen Erinnerungen. Und dabei kam ihm dann zu Ohren, dass die Org scheinbar ein enormes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatte. Viele Schurken machten sich nämlich auf die Suche nach ihm, darunter sogar einige seiner Absolventen dieser Schule. Obwohl ihn einige finden konnten, schaffte es natürlich niemand, ihn zur Strecke zu bringen, weil er sie angeguckt hat und gesagt hat, ah, du magst also Fisch, und dann hat er sie. Die Suche nach seiner eigenen Herkunft führte schließlich zu einem Ergebnis. Kurzzeitig erinnerte sich dann Tony an sein Leben als S.H.I.E.L.D. Agent und an das Nazi-Serum, das er sich verabreicht hat, und an seine Frau, Mercedes. Gleichzeitig fand er dadurch auch heraus, dass es überhaupt nicht Org war, die das Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatten, sondern der Terrorist Redshirt. Und der ist nicht auf Star Trek. Redshirt gehört übrigens zur Organisation mit dem Kürzel MILF.
Ja, in Bolivien kam es zur Konfrontation zwischen den beiden. Mit den Gefolgsleuten von Red Shirt machte der Taskmaster kurzen Prozess. Ganz anders sah es jedoch bei Red Shirt selbst aus. Dieser hatte nämlich Mercedes gefangen genommen. Um Red Shirt jedoch zu besiegen und seine Frau zu retten, musste der Taskmaster den Kampfstil seines Opponenten übernehmen und dafür seine gerade wiedererlangte Erinnerung an seine Vergangenheit und seine Ehefrau mit einem neuen Bewegungsmuster wieder überschreiten. Er rettete Mercedes, aber wusste nicht mehr warum oder wer sie ist. Schließlich wurde dann Nick Fury Jr. auf ihn aufmerksam und bot ihm an, den Secret Avengers beizutreten. Tony Masters nahm das Angebot an, wenngleich seine Zeit in dieser Truppe auch nicht allzu lange andauern sollte. Während einer Mission der Secret Avengers wurde dem Taskmaster dann in den Kopf geschossen. Tot. Nee, seine Verbündeten hielten ihn für tot, aber ließen ihn dann liegen. Aber natürlich, wie das so ist, in den Comics, niemand ist wirklich immer tot. Zu seinem Glück fand nämlich Mentallo ihn jedoch und der rettete und heilte ihn. Taskmaster geriet dann noch einmal mit der Organisation Hydra zusammen, allerdings war er auch da nicht großartig involviert und kehrt am Ende dorthin wieder zurück, wo er schon am Anfang war, zu dem Söldnerjob. Und das war es im Grunde mit dem groben Abriss der Geschichte um den Taskmaster. Was denkt ihr denn, schafft es davon in den tatsächlich kommenden Black Widow-Film? Wird das mehr beleuchtet oder weniger? Habt ihr eigentlich sonst noch Schurken, Helden oder Antihelden, die ich hier mal thematisieren soll? Schreibt das gerne in die Kommentare, denn wir wollen bald eine weitere Academy-Folge pro Woche bringen, also ein viertes Video. Und um ein bisschen auszugleichen, weil mehr von euch Leute wollen Marvel sehen und andere Leute wollen dann wieder Star Wars sehen, wenn es um Marvel geht. Und um das zu kompensieren, machen wir quasi eine zusätzliche Folge. Wenn euch spezielle Themen interessieren, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. In der Mitte könnt ihr abonnieren. Links und rechts sind noch weitere Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Renihauen.